Abend. Schönen guten Abend. Freue mich, dass Sie dabei sind, hier kurz vor Weihnachten. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich sehr. Herzlichen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend auch Ihnen zu Hause. Willkommen zu unserer Sendung. Ja. Auf seine Mitgliedschaft bei der SPD angesprochen, hat er mal den schönen Satz gesagt, ich bin ja nicht nur bei der SPD, ich bin ja auch noch Schalke-Fan, also zwei Scheißvereine gleichzeitig. Das ist natürlich liebevoll gemeint, ja, vor allem dann, wenn man weiß, dass es in Westfalen im Grunde kaum ein größeres Kompliment gibt als den schönen Satz, so richtig scheiße ist das nicht. Seit fast 20 Jahren ist er einer der erfolgreichsten überhaupt im deutschen Fernsehen, ein Zustand, der sich in seinen Münchner Anfangsjahren nicht unbedingt angedeutet hat. Da hatte ich deutlich mehr Räumungsklagen als Rollenangebote, hat er mal erzählt. Bei seinem letzten Besuch hatte sich hier wunderbar charakterisiert und sagte, ich habe eine wirklich schlechte Eigenschaft, ich rede zu wenig beim Frühstück. Herzlich willkommen, Leonhard Lansig. Schön, dass Sie da sind. Danke. Danke. Ein Schweizer mal Westfalen. Nicht schlecht, ja. Genau richtig in einer Talkshow. Ich weiß, dass er gleich aufhorchen wird, wenn Leonhard Lansig über München erzählt. Denn München war die Stadt, wo für ihn das Leben endlich so leicht wurde, wie er sich das vermutlich immer vorgestellt hatte. Weshalb er dieser Stadt sogar ein Musical gewidmet hat. Dazu muss man wissen, woher er kommt. Ich wollte immer John Travolta sein, hat er mal gesagt. Ich war nur am falschen Ort. Während der Travolta durch New York tanzte, tanzte ich durch Nürnberg Langwasser. Auf die große, weite Welt traf er dann erst, als er in Hamburg auf der Bühne stand. Plötzlich, sagte er, saß Brigitte Nielsen im Publikum und alle dachten, da sitzt eine alte Transe von der Reeperbahn. Herzlich willkommen also an dem wirklich vielfach Begabten, von dem der schöne Satz stammt, Homo-Ehe ist ein schreckliches Wort, das klingt, als gäbe es das in der Apotheke. Thomas Hermanns, freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ja, wie das so ist, ein Exot zu sein, das kann man wahlweise in Nürnberg-Langwasser erleben oder auch in Hamfelde, einem 500-Seelendorf in der Nähe von Hamburg auf dem platten Land. Und die große Frage, wie ist das, wenn der wichtigste Bauer von ganz Hamfelde Mitte der 70er plötzlich auf die Idee kommt, eine Haitianerin zu heiraten oder, wie sie schreibt, eine schokobraune karibische Schönheit. Als meine Mutter das erste Mal schwanger war, erzählt sie, da knarzte es in Sachen Integration. Herzlich willkommen also einer Frau, die über ihren Nachnamen sagt, man muss ihn nur aussprechen, um für allgemeine Heiterkeit zu sorgen. Gesa Dreckmann. Schön, dass Sie unser Gast sind. Freue mich sehr. Ja, und weil wir gerade von Exoten sprechen, erforscht er gerade und hat das schon sein halbes Leben lang im Grunde erforscht, nämlich die Macht von Frauen in der katholischen Kirche. Das klingt nach einem sehr kurzen Studium mit sehr dünnen Büchern, weil es da nichts zu berichten gibt, könnte man denken. Stimmt aber gar nicht und stellt mit großem Erstaunen fest, der Altherrenclub, für den viele die katholische Kirche heute halten, war sie offenbar nicht immer. Und die Geschichte der Frauen, die machtvolle Positionen innehatten, reicht bis fast in die Gegenwart. Als einer der Ersten hat er das jetzt genauer untersucht für eine tolle Fernsehdokumentation und sagt, hoffentlich regt sich die Kirche tierisch darüber auf, dann habe ich was erreicht. Herzlich willkommen also dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, es gibt nur wenige, die so weit gehen wie er, und nur wenige Kriegsreporter haben die Möglichkeit des eigenen Todes so eindringlich beschrieben. Ich halte die Luft an, ich höre meinen Herzschlag in den Ohren, ich fühle mich elend und klein. Was zum Teufel mache ich hier? Oder noch so ein Satz, Tote machen mir nichts mehr aus, die haben es überstanden, die Lebenden sind es. Er war es, der das Grauen in Aleppo als einer der ersten wirklich beklemmend nah dokumentiert hat, kommt jetzt gerade zurück von einer langen Reise zu den kurdischen Kämpfern um Sinjar und sagt, die sind irgendwie beeindruckend und es ist gleichzeitig so traurig, dass der Westen nach all den Jahren immer noch nicht begriffen hat, worum es in diesem Krieg wirklich geht. Herzlich willkommen, Carsten Stormer. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, also, gibt,
gibt viel zu besprechen. Herzlichen Dank nochmal fürs Kommen. Und gleich zu Beginn, lass uns sprechen über das, was gerade ansteht und gerade wieder in aller Munde ist. Deutschland plötzlich mittendrin in einem Kriegseinsatz, Herr Storm, obwohl es keiner so nennt. Auch wenn man Politiker hier in der Sendung fragt, wie würden Sie das denn nennen, dann ist es ja vielleicht ein kriegerischer Konflikt. Und es erinnert sehr an das, was wir über Afghanistan gehört haben, wo Herr Kujat, glaube ich, mal sinngemäß sagte, als hier alle noch von Brunnenbohren gesprochen haben, was die Bundeswehr dort angeblich macht, da war da längst schon Krieg. Sie haben bei Ihrem letzten Besuch aus Aleppo berichtet, davon erzählt, wie Assad vor allen Dingen sein eigenes Volk tatsächlich hinrichtet, metzelt, muss man sagen. 90% aller Toten in Syrien gehen auf das Konto von Assad, auf diese fürchterlichen Fassbomben. Was wissen Sie heute über das Schicksal derer, die Sie damals dort getroffen haben? Ich war das letzte Mal in Aleppo 2014 im Juni und seitdem kann man eigentlich als westlicher Journalist nicht mehr einreisen. Ich habe damals eine Gruppe junger Menschen begleitet, die nennen sich die White Helmets. Das sind Zivilisten, die nach Bombenabwürfen auf Zivilgebiete zu den Abwurfstellen hinfahren, unmittelbar danach und versuchen, Leute aus den Trümmern zu bergen, meistens Tote, aber auch die Verletzten. Wir sehen Bilder, ne, die Sie uns damals mitgebracht haben. Vielleicht schildern Sie uns einmal, was da passiert, Herr Storm. Da sieht man jetzt, wie syrische Hubschrauber über Wohngebieten fliegen und Fassbomben abwerfen. Das sind Ölfässer gefüllt mit Sprengstoff und Eisenschrapnell, die dann willkürlich über Gebieten abgeworfen werden, hauptsächlich Wohngebieten, und die dann in Straßenzügen explodieren, wie man es hier jetzt sieht. Und man kann sich ganz primitive Bomben, ne? Ganz primitiv, ja. Die werden meistens aus dem Hubschrauber rausgerollt und dann landen die irgendwo. Man kann sich da relativ schlecht drauf vorbereiten. Und die explodieren. Richten unglaubliche Verwüstungen an, können ganze Straßenzüge zerstören. Und das geht bis heute so. Also, das hat sich eigentlich seitdem wenig verändert, außer dass jetzt auch Russland bombardiert, angeblich den Islamischen Staat. Aber es kommen fast täglich Bilder von Wohngebieten, wo Zivilisten getroffen werden. Also es ist eigentlich eher so, dass jeder, der gegen Assad ist, als Terrorist bezeichnet wird und damit die Legitimation hergestellt wird, um Bomben abzuwerfen. Es ist wirklich schwer, diese Bilder zu ertragen, ne? Und die Lebenden, die wir da noch gesehen haben, ich meine, das sind die Menschen, die jetzt vor unserer Tür standen, ne? Richtig, also man hätte eigentlich damit rechnen können, dass irgendwann mal die Leute genug haben, umgebracht zu werden. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass nach 4 Jahren Krieg keine Strategie ausgedacht worden ist, um dieser Situation Herr zu werden. Das heißt, das war damals schon absehbar, dass die Menschen in Scharen, so sie noch können, sich auf den Weg machen. Absolut. Die waren ja auch nicht nur in Syrien, es waren ja schon da Millionen Menschen in Jordanien, im Libanon, in der Türkei, im Irak teilweise. Und die Situation in den Flüchtlingslagern war katastrophal. Es gab nicht genügend Geld, man konnte diese Massen von Leuten kaum ernähren. Dass die irgendwann mal genug von solchen Zuständen haben und versuchen, ein besseres Leben für sich und ihre Familien zu wollen, das war abzusehen. Dieses Aleppo, das ja mal eine sehr wohlhabende Stadt war, ne? Das war ja eine kulturelle und auch, sag mal, ökonomische, wirtschaftliche Hochburg. Das wirtschaftliche Zentrum Syriens. Ja. Überhaupt, genau. Ja. Was ist der Grund, warum das eigene Regime, das muss man sich ja immer klar machen, so gegen diese Stadt, gegen die eigenen Leute vorgeht? Es ist ja nicht nur Aleppo, es ist die Vororte von Damaskus, es ist Homs, es ist Duma, es ist Deir ez-Zor, es sind alle Städte, alle Gebiete, die von Rebellen gehalten werden, werden bombardiert. Und alle Leute, die da drin leben, gelten als Feinde, die es gilt zu bombardieren. Und natürlich, je mehr die Zivilisten getroffen werden, in der Hoffnung, dass die sich dann gegen die Rebellen stellen und Assad weiter an der Macht bleiben kann. Das ist sozusagen das zynische Spiel, das da gespielt wird. Das heißt, wie bewertet denn jemand wie Sie, wenn man dann sagt, naja, das ist Realpolitik, da müssen wir uns mit anfreunden, da müssen wir eben manchmal mit den ganz finsteren Typen, mit Assad zum Beispiel, gemeinsame Sache machen, weil der ganzen Krise anders nicht mehr beizukommen ist. Wie bewertet jemand wie Sie das, der das gesehen hat? Also wer sowas sagt, hat nicht verstanden, was in Syrien passiert. Also Assad und der Islamische Staat, das ist eine Münze, eine Medaille. Und man kann das eigentlich nur beide Probleme Herr werden, wenn man beide bekämpft. Also der IS, der Islamische Staat, ist erst groß geworden, weil Assad schon 2011
islamistische Kämpfer aus den Gefängnissen entlassen hat, dass die auch lange Zeit eine Art Nicht-Angriffspakt hatten, teilweise sogar miteinander kooperiert haben, dass der Islamische Staat die Assad-Truppen nicht angegriffen hat und umgekehrt genau das Gleiche. Also es ging eigentlich hauptsächlich die Rebellen, sind die Opposition in Syrien, es sind ja ganz, ganz viele Rebellengruppen, die teilweise auch miteinander nicht können. Die waren diejenigen, die zu Tausenden gestorben sind, weil sie gegen beide Seiten kämpfen mussten. Mhm. Dadurch ist der IS stark geworden und Assad konnte weiterhin an der Macht bleiben. Mhm. Wenn man jetzt merkt, auch in den Nachrichten, ne, Aleppo ist ja weitestgehend raus. Ich weiß, dass Sie jemand sind, der ohne Auftrag da reingeht. Sie haben keinen Auftrag von einem großen Sender, auch von keiner großen Zeitung, weil keiner wäre im Zweifel bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen. Keiner bezahlt die Versicherung dafür. Also man duckt sich da im Grunde weg. Sie machen das auf eigene Faust. Was erzählen Sie Ihrer Familie zu Hause? Sie haben ein kleines Kind. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war Sohn, ne, glaube ich. Sohn, ja. Der war gerade auf der Welt. Jetzt ist er 14 Monate alt. Er kann sich noch nicht beschweren. Meine Frau unterstützt mich dabei sehr. Also die hat natürlich, macht sich Sorgen, aber ich glaube, meine Aufgabe als Journalist ist es, um zu verstehen, was tatsächlich da vor sich geht, muss ich vor Ort sein. Anders kann ich die Situation gar nicht beurteilen. Deswegen, ich kann auch die Redaktion teilweise verstehen, dass es gibt immer noch, Gott sei Dank, Redaktionen wie Spiegel und Zeit, die Leute in diese Gebiete schicken. Ich als freier Journalist bekomme natürlich keinen Auftrag im Vorfeld, weil den Leuten das Risiko zu groß ist. Wenn mir was passiert, dann gibt es ein großes Geschrei hinterher. Warum schickt man jemanden hin? Warum geht man dieses Risiko ein? Das heißt also, die Tatsache, dass es diese Bilder nicht mehr gibt, heißt noch lange nicht, dass es nicht mehr stattfindet, ne? Der Grund, warum es keine Bilder mehr aus Syrien oder Aleppo kommen, ist, weil es einfach die Gefahr für westliche Journalisten viel zu hoch ist. Also, und zwar nicht durch die Fassbomben oder durch Scharfschützen oder durch Granaten, sondern das Entführungsrisiko ist zu groß. Also, das Risiko, nicht mehr rauszukommen, ist wahrscheinlich jetzt höher als alles andere. Kennen Sie Nicolas Enner? Ja. Der war letzte Woche hier bei uns, ein französischer Journalist, der 10 Monate in Gefangenschaft des IS war. Haben Sie Angst, in die Fänge dieser Leute zu geraten? Selbstverständlich. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr nach Syrien reise, weil ich das ganz, ganz gern vermeiden möchte. Es gibt immer noch wieder Leute, die es versuchen. Es sind im Sommer sind 3 spanische Kollegen, haben es versucht, nach Aleppo zu kommen, haben es auch geschafft. Also sind wenige Tage später entführt worden. Sie waren mit James Foley befreundet. Richtig, ja. Der US-Journalist, der enthauptet worden ist und der so spektakulär widerlich vorgeführt wurde. Das wurde als wie Propaganda. Wie alle anderen Geiseln auch. Wurden ja 6 Geiseln ermordet, die wurden ja alle so vorgeführt. Die wurden missbraucht für diese Propaganda. Das heißt, diese Gefahr ist immer da. Macht es Sie manchmal wahnsinnig, dass man im Grunde auch diesen Geschichten, auch Menschen wie Ihnen, eigentlich kaum noch zuhört, weil wir auch als Gesellschaft so gestrickt sind, dass man sagt, also es gibt die Bilder nicht mehr und demzufolge wird es so wild schon nicht sein. Ja, man hat uns auch vorher schon relativ wenig zugehört. Ich glaube, das Thema Irak oder Syrien, das hören die Leute einfach nicht so gerne. Das ist so brutal, so weit weg und so kompliziert auch, diese ganze Gemengelage, wer kämpft gegen wen, die ganzen verschiedenen Gruppen, die jetzt vor Ort sich gegenseitig bekämpfen. Es ist unglaublich kompliziert, da durchzuschauen. Und natürlich auch diese Brutalität, diese Unmengen an Menschen, die umkommen und die Flüchtlinge, das ist deprimierend. Wie kriegen Sie, wirklich sehr persönliche Frage, wie kriegen Sie diese Bilder aus dem Kopf? Es ist eine Sache, das jetzt hier zu sehen, sehr aseptisch, im Grunde weit weg durch die Linse einer Kamera, ja, und auch nicht in der Situation gewesen sein, aber Sie waren da. Sie haben dieses Foto, diese Bilder im Krankenhaus, Sie haben diese Kinder da gesehen. Ich will die Bilder nicht aus dem Kopf bekommen. Schlafen Sie schlecht? Nein. Ich habe, glaube ich, ganz, ganz, ganz robustes Gemüt, ich kann damit umgehen. Und ich weiß ja als Journalist, was mich da erwartet. Es überrascht mich ja nicht. Sondern es geht ja darum, eine Brücke zu schaffen zwischen dem, was dort passiert und dass die Leser oder Zuschauer verstehen können, wenn sie es annehmen möchten, wenn sie es anschauen möchten, was dort tatsächlich passiert. Sie sagen, Sie wollen die nicht aus dem Kopf kriegen. Was heißt das? Was heißt das denn? Ich will das gar nicht. Wenn Sie sagen, ich will das gar nicht aus dem Kopf kriegen, was heißt das? Dass die Bilder natürlich auch antreiben. Das ist, diese
dieses unglaubliche Versagen der Weltgemeinschaft, 4 Jahre lang zuzuschauen, was in Syrien passiert, das Versagen in der Flüchtlingskrise, dass nach 4 Jahren der Konflikt eigentlich von Woche zu Woche brutaler wird, mehr Leute sich da involvieren, mehr Staaten sich involvieren, mehr gebombt wird. Solange das passiert, ist es meine Aufgabe als Journalist, das da hinzugucken und das zu beschreiben. Jetzt waren Sie in Sinjar, im kurdischen Gebiet, und haben uns auch von da sehr eindringliche Bilder mitgebracht. Wir schauen mal rein, um zu verstehen, auch wie man dort überhaupt hinkommt. Was ist das für eine Anreise? Wie organisieren Sie das? Wie bewegt man sich da fort? Die Anreise ist relativ einfach. Man fliegt mit dem Flugzeug nach Erbil und dann mit Kontakten, die man vor Ort hat, die bringen einen in die Kurdengebiete, an die Frontlinien des IS. Das sind Flüchtlingslager auf dem Berg Sinjar, wo die Leute nach den Angriffen des Islamischen Staates im August 2014 hingeflohen sind. Da ich habe diese Stadt über ein Jahr lang begleitet. Vergangenen November das erste Mal da gewesen, konnte man nur mit dem Hubschrauber hinkommen, weil der Berg eingekesselt war. Wir reden von der PKK, ne, wie wir gerade hier sehen an Land. Ich habe da die PKK viel begleitet, weil das teilweise die einzigen waren mit ein paar Peschmerga, die Jesiden vor Ort verteidigt haben. Und es sind ja damals, man sagt, bis zu 5000 Leute ermordet worden. Es sind tausend von Frauen entführt worden, die dann an islamische Kämpfer als Sexsklaven verkauft, verheiratet worden sind. Also das, was die Jesiden da durchmachen mussten, das ist wirklich schwer zu verstehen und zu begreifen, was da passiert ist. Und es war ja so brutal, dass selbst dann die Staatengemeinschaft, also unter Führung der USA, dann gesagt haben, da muss was tun. Und damit ging das Bombardement des Islamischen Staates los. So, und um auch da zu verstehen oder ansatzweise zu verstehen, wie kompliziert das alles ist. Also es ist ja gar nicht klar, wo da wirklich die Front verläuft, welche Gruppierungen da mittlerweile gegeneinander, teilweise miteinander kämpfen, welche Allianzen sich da bilden, welche Heiligen und Unheiligen. Diese Kurden sind auch nochmal in sich sozusagen aufgespalten. Wir hören in der deutschen Öffentlichkeit, an die Peschmerga werden Waffen geliefert, an die PKK wiederum nicht. Was ist an den einen gut und an den anderen böse? Die PKK gilt offiziell als Terrororganisation, weil sie eben Türkei lange bekämpft haben und da auch terroristische Anschläge verübten, keine Frage. Ich glaube, das ist auch eine Gruppe, die sich im Laufe der Jahrzehnte und vor allen Dingen in den letzten Jahren geändert hat und auch sehr interessiert war an einem Friedensprozess mit der Türkei. Und das waren eigentlich die einzigen, gerade nachdem der IS die Jesiden angegriffen hat, die den IS dann zurückgedrängt haben. Mhm. Die haben eigentlich dafür gesorgt, die Peschmerga mussten fliehen, weil sie sich nicht verteidigen konnten. Und die PKK und die Schwesterorganisation, die JPG, das ist quasi die PKK aus Syrien, die sind dann nach Sinjar gegangen und haben die Jesiden verteidigt. Und das hat mich interessiert. Also einerseits diese Terrororganisation PKK in Anführungsstrichen gegen die Terrororganisation Islamischer Staat, die einen bekämpfen, den Islamischen Staat, werden nicht unterstützt. Und dann gibt es die Peschmerga, die sehr viele Waffenlieferungen bekommen und sehr lange nichts gemacht haben. Also ich war jetzt im November bei der Befreiung dabei, aber es waren 15 Monate. Von Sinjar, ne? Genau, von Sinjar. Es waren 15 Monate, wo nichts gemacht wurde. Diese Stadt hätte viel früher befreit werden können. Und sind in Sinjar auf etwas ganz Bemerkenswertes gestoßen, es war mir so nicht klar, kämpfende Frauen. Was hat es damit auf sich? Erst einmal bei der PKK herrscht Gleichberechtigung. Gelten die Frauen genauso viel wie die Männer. Das sind diese Kämpferinnen. Richtig, ja. Der PKK. Und vor allen Dingen sind die ganz beliebt bei den Kurden, weil die Kämpfer des Islamischen Staates haben große Angst davor, von Frauen getötet werden. Das ist Haram, also schlecht. Das heißt, muss sozusagen schon unter Anführungszeichen für den Richtigen umgebracht werden. Ja? Genau, dann kommt man ins Paradies. Aber wenn man von einer Frau umgebracht wird, dann warten keine 72 Jungfrauen, dann kommt man nicht ins Paradies. Deswegen, Im Ernst Mädels, jetzt? Ja, da glauben die dran. Und die PKK-Mädels, die machen sich da tatsächlich Spaß daraus, Kämpfer des Islamischen Staates zu töten. Ich habe das erlebt, die rufen dann auch rüber und sagen, hier, ihr seid von einer Frau getötet worden. Und dann kommt der Dschihadist nicht ins Paradies.
Was ist denn die Motivation dieser Frauen, das zu machen? Ich meine, da reden wir doch über eine ganze Generation. Öcalan ist ja der Führer, der schon seit langer, langer Zeit der PKK-Führer im Gefängnis sitzt. Das ist ein Begriff auch hier in Deutschland. Das sind doch Menschen, die ihr ganzes Leben lang eigentlich nur Krieg erlebt haben. Eine ganze Generation, die nur damit aufgewachsen ist. Richtig, und bei der PKK ist es so, die sind dann mit der PKK verheiratet. Da darf man auch nicht heiraten, da hat man keine Liebesbeziehung. Dass man verschreibt sich der Sache Kurdistans. Und das, ich habe das auch erlebt, wie Kämpfer getötet worden sind. Und ich habe dann auch gefragt, ob die Freunde, die Kameraden traurig sind. Und jeder hat mich komisch angeschaut. So, nee, es gibt doch nichts Schöneres, als jetzt für die Sache Kurdistans zu sterben. Das ist, in unserer Kultur versteht man das sehr schwierig. Für die ist das eine Ehre, ihr Leben für Kurdistan zu lassen. Aber sie sagen auch, in diesem Kampf geht es nicht nur um Kurdistan, es geht um ein Virus, also wie sie beschreiben den Islamischen Staat als ein Virus, den man ausmerzen muss, weil da leidet die ganze Welt drunter. Sie haben gesagt, Kurden, Christen, Jesiden, Sunniten, Schiiten, alle leiden unter dem Islamischen Staat. Deswegen kämpfen die in Sinjar. Und Sie haben die sozusagen als eine Bastion erlebt, ja? Als diejenigen, die das mit einer sehr coolen Professionalität auf eine Art und Weise, so beschreiben Sie das, durchziehen. Ich glaube, Sie haben uns auch Bilder mitgebracht, wo man sieht, wie dieser Kampf, das ist ein Heckenschützenkampf, wenn man das so sagt. Das ist ein Häuserkampf in Sinjar gewesen. Die sind teilweise 15 bis 20 Meter nur voneinander entfernt gewesen, die Stellung. Also wir konnten die Kämpfer des Islamischen Staates beten hören. So nah waren Sie an denen dran? Ja. Und dann besteht das woraus? Aus warten, warten, warten und irgendwann zeigt sich einer und dann drückst du ab. Genau, es ist ein Stellungskrieg, ja. Scharfschützenkrieg, es ist ein Granatenkrieg. Und dann bekämpfen die sich aus ihren Stellungen heraus. Das war ein Kämpfer des Islamischen Staates und jeden Tag versucht der Islamische Staat anzugreifen und dann wird verteidigt und das ging über 15 Monate so. Und die PKK, die hat dadurch, dass sie nicht unterstützt wird und nicht genug, also die hatten alte Waffen, die nicht funktioniert haben, die haben keine Waffenlieferung bekommen. Die hatten auch nicht genügend Leute, um die Stadt weiter einzunehmen. Das heißt, die haben 15 Monate lang verteidigt. Hatten zwar Luftangriffe, also Unterstützung der US-geführten Koalition, aber die standen nicht mit der Koalition in Kontakt, weil sie offiziell als Terrororganisation gelten. Das heißt, die PKK wusste, wo die Stellung des Islamischen Staates ist. Dann mussten die Position weiter an die Peschmerga geben. Die Peschmerga haben das dann an die Koalition weitergegeben und dann ging das Ganze wieder zurück. Und deswegen hat das auf Dauer nicht so richtig funktioniert. Man kann dann auch teilweise gar nicht mehr wirklich folgen, wenn man auch Ihnen zuhört, ja, weil man gar nicht mehr versteht, wo da die Linien wirklich verlaufen. Man ahnt aber, was das unter Umständen auch für Deutschland zum Beispiel bedeuten kann, wenn man relativ planlos, also ohne klar definiertes Ziel, dann in einen solchen Konflikt reingehen muss, weil die große Frage ist, wie kommst du dann da mit einem klaren Plan wieder raus? Aus all Ihrer Erfahrung, mit der Bitte um kurze Antwort, was muss denn da jetzt getan werden? Was wäre denn das einzig Sinnvolle, um das dort in den Griff zu kriegen, eine so verfahrene Situation? Es kommt darauf an, wo. Irak und Syrien sind zwei verschiedene Spielplätze. Also im Irak funktioniert das ganz gut, weil man da Verbündete am Boden hat. Deswegen hat das auch mit den Luftanschlägen ganz gut geklappt. Mit der Strategie jetzt mit den Tornados in Syrien, ich weiß nicht genau, was die ausspähen sollen. Das ist dadurch, dass es kein Staatengebilde da gibt. Also ich glaube, diese Strategie funktioniert nicht, solange man auch nicht Verbündete am Boden hat, die nach dem Bombardement eben auch dann gegen den Islamischen Staat kämpfen kann. Das heißt im Grunde ein Ende dieser ganzen Geschichte noch lange, lange nicht in Sicht. Bin Ihnen, glaube ich, trotzdem zu Dank verpflichtet, weil Sie einer der wenigen sind, die da noch reingehen und versuchen, diese Bilder zu kriegen und zu erzählen, was dort tatsächlich stattfindet. Das ist sehr, sehr wertvoll und an dem Abend ist das wieder klar geworden. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Carsten Stormer. Ganz kurz noch zum Schluss, wann fahren Sie wieder hin? Wann geht's wieder los? Ich habe meine Frau versprochen, jetzt ein bisschen zu Hause zu bleiben. Also wahrscheinlich geht's Ende Januar wieder los. Ich wollte noch ganz kurz was sagen zu den Bombardements. Nämlich, man hat es auch in Sinjar gesehen nach der Befreiung. Der Islamische Staat hatte ein Tunnelsystem da. Das heißt, jedes Mal, wenn die Bombardements geflogen worden sind, haben die sich
verkrochen in ein Tunnelsystem. Man hat das auch gemerkt bei den Angriffen. Es wurde Tag ein, Tag aus mit Gewehren und Granaten geschossen. Sobald die Flugzeuge gekommen sind, gab es keine Kämpfe mehr. Das heißt, die haben sich, sobald die Flugzeuge gekommen sind, verstecken können. Das heißt, wenn man niemanden hat am Boden, der gegen die vorgehen kann, bringen auch die Bombardements überhaupt nichts. Also, sehr eindringlicher Appell, dass wir in dieser Geschichte möglicherweise unsere Strategie verändern müssen. Danke Ihnen sehr herzlich, Carsten Stormer. Leonhard Lansig ist bei uns. Den ich zunächst mal gerne fragen würde, Herr Lansig, beschäftigen Sie sich auch mit Themen dieser Art? Verfolgen Sie Politik da an der Stelle noch und steigen Sie da noch durch? Ja, natürlich lese ich das. Ich beschäftige mich, ich sehe das. Und es kommt mir vor wie der 30-jährige Krieg ohne den Westfälischen Frieden. Also es hat halb Europa ausgerottet, also die Menschen in Europa. Und da, die leiden natürlich an allen Ecken und Enden. Aber mich beschäftigt das schon. Klar, ist auch schwer, jetzt lustig zu sein. Da haben Sie recht, wobei Westfälischer Frieden ist ein schönes Stichwort, weil Westfalen genau in Ihrem Leben eine ganz besondere Rolle spielt, und zwar eine schöne Rolle in dem Zusammenhang. Sie sind einer der ganz, ganz wenigen, die es schaffen, über so langen Zeitraum so erfolgreich zu sein. Die 50. Folge Wilsberg läuft am 2. Januar. Ich weiß, dass es zum 25. gab es die silberne Rathausnadel der Stadt Münster. Rathausmedaille. Medaille. Ja. Ist also jetzt damit zu rechnen, dass es Gold wird. Das hat der damalige Oberbürgermeister versprochen, aber wir können den jetzigen natürlich nicht daran erinnern. Außerdem glaube ich, Gold wird nur für ganz herausragende Dinge verliehen. Also ich glaube, bei 100 sind wir dann fällig. Bei 100, weil der Westfale an sich ein bisschen zurückhaltender ist und so sagt, ist er. Da muss der Papst kommen, dann kriegt er vielleicht die Goldene. Ja, wenn er aus Westfalen kommt. diese Rolle, Herr Lansig. Sie haben mal gesagt, das ist im Grunde wie ein Lottogewinn, gerade für einen Schauspieler. 98, glaube ich, standen Sie zum ersten Mal als Wilsberg vor der Kamera. Was dachten Sie denn damals, wie lange das gehen wird? Damals dachte ich, das geht 23 oder 24 Tage, weil das war die Drehzeit. Und danach läuft das an irgendeinem Montag und dann ist gut. Und dann gab es nach einem Jahr, kam dann die Produktion und sagt, ach, lass doch noch einen machen, wir haben dann ein Drehbuch. Und nach noch einem Jahr kam dann die Produktion und sagt, ach komm, machen wir den dritten auch noch. Und dann war der so erfolgreich, dass wir auf den Samstagabend befördert wurden. Und seitdem haben wir geahnt, dass es vielleicht weitergeht. Ja. Sie sind ja auch sehr in dieser Rolle wirklich aufgegangen, ne? Hat man das Gefühl. Also ich kann ja nichts anderes. Der Fernseher, Sie haben sich, nein, das ist jetzt nicht so. Aber der Fernseh-Wilsberg. Der Fernseher Wilsberg hat aufgehört zu rauchen. Sie privat auch? Ja, ich habe aufgehört. Wir sind umgezogen, meine Frau und ich. Und die schwärmte immer, Mann, die Gardinen sind so weiß, die Gardinen sind so weiß. Und ich habe das als Hinweis empfunden, dass das auch so bleiben soll. Und dann habe ich das praktisch aus ästhetischen Gründen aufgehört zu rauchen. Also nicht mal aus gesundheitlichen, sondern einfach so, weil ich dachte, die hat recht, die Gardinen sind weiß und das soll auch so bleiben. Das ist doch mal ein Grund. Das könnte man mal so weitergeben. Sie haben uns das mitgebracht, bevor wir gleich über Ihren sehr interessanten Werdegang wirklich sprechen. Erste Bilder von diesem Wilsberg, der am 2. Januar läuft, tot im Supermarkt. Und das ist insofern ein kniffliger Fall. Es gibt den Tod eines Supermarktleiters. Mhm. Ja, und Ecki der landet neben Tiefkühlhähnchen im Müllcontainer. Verstehe. Das muss man alles wissen. Nö. Und nein, muss man nicht. Gut. Aber in jedem Fall ist es so, dass Ecki in den Fokus der Ermittlungen gerät und Sie ermitteln dann sozusagen undercover. Ja, ja. Und es kommt zu folgender sehr humoriger Szene. Schauen Sie mal. Psst. Georg. Ecki. Ich bin auf der Flucht. Uwe hat mich zur Fahndung ausschreiben lassen. Da habe ich schon gehört. War nicht gerade genial von dir. Ist doch egal. Ich muss untertauchen. Und zwar schnell. Wie stellst du das denn vor? Wie soll ich dir weiterhelfen? Nein, ich. Kennen wir uns nicht irgendwo her? Wir? Uns? Lassen Sie uns offen reden. Es geht um Herrn Ritterbusch. Seinen Tod. Die Hintergründe dafür. Aha. Ja, wir wollen wissen. Wir? Sie meinen die Zentrale? Die Zentrale? Ja, genau, die Zentrale. Der Herr kommt aus der Zentrale. Aus Köln? Ja. Jetzt habe ich mich verplappert. Er wollte eher unerkannt bleiben. Ja, ist nicht schlimm. Aber es muss unter uns bleiben. Natürlich.
Aber vielleicht sollten wir das nicht hier. Sie wollen doch sicher als erstes das Büro von Herrn Ritterbusch sehen, oder? Ja, will er. Ja, ja klar. Ja, hier lang. Ja. Die Zentrale in Köln. Ja, genau. 2. Januar, tot. Tod im Supermarkt. Herr Lansing, Sie haben mal gesagt über diese Anfänge, das war damals eine sehr aufregende Zeit, ja, als es damals losging. Ja. Auch für Sie privat und persönlich ja auch, ne? Ja, ich musste aus Essen umziehen nach München, weil ich da den Zivildienst irgendwie hinter mich bringen musste, den Rest davon. Also die haben mich auf die alten Tage noch erwischt, so mit 27, was ungewöhnlich ist, aber es ging. Mhm. Und dann war ich im Schwabinger Krankenhaus, habe da meinen Zivildienst zu Ende gemacht. Mhm. Und saß dann wie alle arbeitslosen Schauspieler auf der Türkenstraße. Ist ganz wichtig gewesen im etc. etc. heißt eigentlich ABC, die Kneipe, aber bei uns hieß sie etc. Und man konnte da einen Deckel machen, auch als arbeitsloser Schauspieler. Das war wichtig. Und da saßen Christian Tramitz und Ottfried Fischer und Barbara Rudnick und Gerd Silberbauer und was weiß ich wer. Und da hatten wir eine lustige Runde. Und der, der gerade mal irgendwie Geld verdient hat, der musste halt die Deckel bezahlen. Das war sozusagen so eine Solidargemeinschaft, ja? Ja, ja, so genau. Das heißt, wie oft die private waren Arbeitslosenversicherung. Ja, genau. Wie oft waren Sie dran? Es hat länger gedauert, weil viele Kollegen hatten Talent für Synchron, ich überhaupt nicht. Also ich kann nicht irgendwie fremde Menschen auf einer Leinwand nichts sagen hören oder sehen und dann irgendwie meinen Text dazu sagen. Bei mir selbst geht das, aber bei anderen geht das nicht. Und deswegen konnten die schon mal ein bisschen was verdienen, während ich dann so mehr darauf angewiesen war, mitzutrinken. Das heißt, Sie haben nie so zweifelhafte Erotikfilmchen auch synchronisiert? Nee, die waren ja damals schon nicht mehr zweifelhaft. Die mussten auch nicht mehr synchronisiert. Ich glaube, die mussten auch nicht mehr synchronisiert werden zu der Zeit. Ich kann mich aber an keinen erinnern. Gab zumindest nicht mehr so viel Text. War das auch die Zeit, in der Sie im Grunde fast im Vorbeigehen, wir sind darauf gestolpert, eine Krebserkrankung überstanden haben? Nein, da war ich ja schon in London. Das war später. Also ich glaube, 10 Jahre später war ich aus München weg. Das war eine Lymphdrüsenkrebs, ja. Wie lange ist das her? 15 Jahre. Also so, als ich den ersten Wilsberg, sagen wir 20 Jahre. Als ich den ersten Wilsberg, ich habe ein schlechtes Gedächtnis für Jahreszahlen. Geht uns ähnlich, ja. Ja, genau. Ja. Als ich den ersten Wilsberg gedreht habe, da war das noch, hatte ich kurze Haare, weil die gerade nach der Chemo wieder wuchsen. Ach, okay. Ja, ja. In diesen Anfängen damals. Genau. Mhm. Wie lebt man dann mit einer solchen Situation, wenn man... Vielleicht wenn man haben die auch deswegen gezögert, irgendwie dann zu schnell zu sagen, wir machen da eine Reihe draus. Erst mal gucken. Ja, das ist so dieser Wilsberg-Humor. Aber ich habe mich gefragt, wenn es dann gerade losgeht, man, und dann und du hast das Gefühl, gerade auch diese Anfänge waren ja nun wirklich nicht einfach. Sie haben das öfter auch beschrieben, auch in Interviews. Wir haben auch beim letzten Mal darüber gesprochen, wie das war, wie Sie eine Räumungsklage nach der anderen... Da war ja Zeit dazwischen, aber ich habe ja zwischendurch immer wieder gewohnt, aber es hatte dann für die Miete doch nicht gereicht. Aber es ist halt manchmal so. So, und dann hat man das überstanden, dann hast du das gepackt und dann kommt dieses Angebot und dann kommt dieser elende Krebs um die Ecke kurz vorher sozusagen. Ja, aber man hat ja keine Alternative. Man geht dann zu seinem Arzt und macht das, was vernünftig ist. Schafft man das wirklich anzunehmen? Ich kenne viele Leute, die auch in einer solchen Situation sagen, nee, den Kampf nehme ich jetzt nicht auf. Ja, wäre doof, also wenn man sagt, ich bringe mich lieber um, statt dann... Ja, oder sich hängen lassen. Einfach als... Ja, aber ich wüsste nicht, wer es nicht... Ich kenne keinen, der es nicht versucht. Ich kenne eher die gegenteiligen Fälle, dass alle dann, wenn es schon weit fortgeschritten ist, dann noch zu so einem Wunderheiler an Bodensee fahren, was dann gar keinen Sinn mehr macht. Weil ich denke mir immer lieber die Kreditkarte überbelasten und an die Südsee zum Sterben. Das ist ein wahres Wort. Ja. Was haben Sie, das wollte ich nämlich eigentlich fragen, was haben Sie aus dieser Zeit für sich und auch über das Leben gelernt? Über das Leben habe ich nichts gelernt, aber für mich habe ich gelernt, dass man netter sein muss zu den Leuten, die es verdienen und dass man durchaus gröber sein kann zu den Leuten, die einem die Zeit stehlen. Also direkter, ja? Ja, oder sagen, man kann es schneller abhandeln. Aber das ist ja da doch eine Erkenntnis über das Leben, ne? Wahrscheinlich. Aber es ist nur eine Erkenntnis über mein Leben. Das gilt ja nicht für alle anderen.
Ja, aber das verändert ja etwas. Das macht ja was man es erweitert so den, es erweitert so den Charakter. Also man wird freundlicher und man wird auch ein bisschen bestimmter. Auch demütiger? Ich wüsste nicht, warum, um ehrlich zu sein. Na, demütiger insofern, mit Guido Westerwelle vor kurzem darüber gesprochen, der sagte, man wird demütiger, weil man weiß, wie zerbrechlich die eigene Existenz ist. Das ist das eine. Und das andere, weil du schlicht und ergreifend merkst, da gibt es so eine eigene Endlichkeit. Also die Überheblichkeit, das weiß man doch eh. Also es ist ja noch keiner zurückgekommen. Also das, irgendwann mit 100 ist Schluss. Ja, ich meine, theoretisch weiß man das, ne? Theoretisch. Bevor er gestorben ist, hat Henning Mankell zu dem Thema mal gesagt, wir sollten aufhören, uns so viele Gedanken über den Tod zu machen. Wir sollen über das Leben danken. Ja, und es ist noch keiner lebend aus der Sache herausgekommen. Ja. Voila. Ja. Genau. Jette bra, wie der Schwede sagt. Sehr gut. Das heißt, das nimmt einem dann auch sozusagen die Angst vor dem, was da noch so kommt? Man ist darauf vorbereitet, aber man hängt natürlich trotzdem am Leben. Ist auch gut so. Ja, unbedingt. Aber die Frage, wie du dann natürlich damit umgehst, wenn dann vielleicht die Diagnose kommt, dass das Ding ist zurück. Nach wie vielen Jahren waren Sie wirklich verlässlich krebsfrei? Ach, ich habe mich an die Statistik gehalten und habe gedacht, nach 5 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, das nochmal zu kriegen, so wie bei jedem anderen, das überhaupt zu kriegen. Also nach 5 Jahren ist eigentlich gut. Mhm. Das heißt, Sie haben das hinter sich und ich habe diese Art von Krebs hinter mir. Ich könnte aber jeden anderen auch noch kriegen. Aber so, es ist ja, Chemotherapie ist ja keine Prophylaxe, wa? Das ist richtig, ja. Mhm. Aber im Grunde mit einer Wahrscheinlichkeit, so wie alle anderen sozusagen genau, auch. Genau. Ne? Mhm. Diese Anfänge, die Sie eben kurz angedeutet haben, München. Was war das damals für eine Situation, für ein Lebensgefühl damals in diesem München? Weil Thomas Hermanns auch so herrlich darüber erzählt, wie das so in den 80ern war. Ja, München war eine großartige Stadt. Es gab noch das alte Schumanns. Es war ganz großartig und auch ganz wichtig, weil es war ein bisschen enger und kleiner und familiärer. Mhm. Es gab die Türkenstraße, die war wichtig, weil man musste sich in München nie verabreden. Man saß da und alle liefen vorbei. Also auch Bernd Eichinger oder so auf dem Weg zum Ari oder wieder zurück. Und man traf halt jeden, der irgendwas in dem Gewerbe tat, an diesen beiden Orten. Das war wichtig. P1 gab es, aber da waren nur die Spieler von Bayern München, da wollte ich nicht hin. Ja. Und außerdem wäre ich auch nicht reingekommen, glaube ich. Als alter Schalker? Nee, aber so als arbeitsloser Schauspieler ohne viel Geld, um die teuren Getränke da zu bezahlen, ist das schwierig. Sagen wir, ist schwierig. Arbeitslose Schauspielerinnen wäre eher gegangen, glaube ich. Das heißt, wenn man dort stand in dieser Türkenstraße und sein Bierchen sozusagen Cora Publico getrunken hat, war das im Grunde wie eine Art Casting, oder nicht? Es war so, ja genau, es war so Schaulaufen. Mhm. Ne? Man saß da und redete über viele Dinge. Wir haben natürlich auch gearbeitet. Also es gab eine riesen Szene mit freien Gruppen. Und wir haben uns bemüht, auch Theater zu spielen. Es war auch eigentlich okay. Das Problem war nur, dass man in der Kneipe, die zu dem Theater gehörte, so den Deckel so angehäuft hat während der Proben, dass man mit dem Geld, was man verdient hat, gerade mal den Deckel bezahlen konnte und für die Miete schon wieder nichts übrig blieb. Und das war ein bisschen riskant, aber wir haben gute Stücke gespielt. War schon prima. Ja, diese Existenzängste, ne? Wir reden hier oft mit Schauspielern über Existenzängste, die fast alle wirklich mit sich rumschleppen. Mhm. Hat Sie das jemals gequält oder ist das etwas, wo Sie gesagt haben, das gehört irgendwie dazu? Nee, das hat mich gequält, aber ich bin ja so ein bisschen Phlegmatiker und deswegen habe ich deswegen keine Magengeschwüre bekommen. Aber es quält einen schon, also irgendwie, Räumungsklage ist ja nicht lustig, sondern man zieht aus und die Klamotten sind ja noch da. Und man kann ja nicht in den Rucksack packen oder in die Reisetasche, sondern irgendwie kommt dann doch der Vermieter oder die Müllabfuhr. Die suchen dann, was noch irgendwie geht und danach, der Rest ist weg. Du stehst dann mit wirklich nichts mit da? Mit dem, was man tragen kann. Oder man findet jemand, der vorher irgendwie ein Auto leiht und alles reinräumt. Und das mit der SPD, war das ein vorübergehendes Versehen? Sie haben mal Wahlkampf für die SPD gemacht? Nein, das gehört sich so. Ich meine, wie alle Westfalen, man hört ja nicht auf, Sozialdemokrat zu sein, nur weil die Partei gerade scheiße ist. Ne? Ja, es ist einfach schwer und Schalke ist aber auch schwer. Und deswegen bleibt man ja trotzdem mit dem Herzen dabei. Also, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Herzlichen Dank, Leonard Lansig. Wir fragen jetzt nicht, was eine Autogrammkarte von Sigmar Gabriel kostet, aber da werden ja
enorme Zahl auf so. Thomas, wir bleiben in München. War das sozusagen die wilde Zeit oder eher deine Zeit in München? Das München von heute ist ja ein völlig anderes München. Ne? Heute ist davon nicht mehr so viel zu sehen. Aber wir waren an zwei unterschiedlichen wilden Punkten. Ja, Schwabing war eben mehr schon... So sahst du damals aus übrigens. So sah ich aus. Wow. So kenn ich. Oder? Kenn ich. Ist doch cool. Oder nicht schlecht. Doch, guck mal, ganz ernst. Blixer Bargeld. Ja, Blixer Bargeld für Fußgänger. Genau so, ja. Mit so einem Teppichjackett. Ja. Nee, so sah ich aus. Und ich war eben in der Gärtnerplatz-Szene und das war mehr Punk, New Wave, bisschen Größenwahn und diese Lokale. Schwabing war uns schon wieder fast zu teuer. Gärtnerplatz kann man sich heute nicht vorstellen. Wenn man auf Deckel trinkt, ist auch Schwabing nicht teuer. Das stimmt. da waren die Mieten billig. Da wohnten nur Schwule und Arbeitslose. Ja. Das kann man sich heute nicht mehr leisten. Jede Wohnung im Gärtnerplatz ist mit Gold ausgekleidet. Und das war damals das völlige Gegenteil. Du hast mal gesagt, das war 1984 in München ein vollkommen polysexueller Haufen. Also wo ich war, auf jeden Fall, vielleicht lag's an mir. Aber ich wie muss man sich das denn vorstellen, wenn Tunte auf Tracht trifft. Wie sieht das aus? Genau, also wir waren in Lokalen, wo es wirklich diese Münchner Liberalität auch gab. Alles mischte sich durch. Auch sehr, sehr tolerant, ne? Total. Also Sexualität war erstmal zweitrangig, wer was war oder wer was wollte. Es war egal, Hauptsache der Alkohol stimmte, die Musik stimmte. Wir hörten halt sehr gute Musik damals, ja, von Annie Lennox bis Human League rauf und runter alles. Der Look musste stimmen, die Haare mussten stimmen. Wir hatten kein Geld, wir waren fröhlich und es ging erstmal ums Feiern. Und das wollte ich eben jetzt in dem Musical auch wieder auferstehen lassen. Dass man sagt, München hatte mal einen Underground. Der war günstig, der war bunt und der war ziemlich witzig. Und das wissen viele Münchner gar nicht mehr. Mhm. Was war denn der Grund für dich damals dort hinzugehen? Studium, richtig. Theaterwissenschaft ganz ernsthaft. War es aber auch sozusagen der Versuch, Nürnberg-Langwasser ein für alle Mal loszuwerden? Oder? Ja, von Nürnberg-Langwasser gibt es zwei Richtungen für Theaterwissenschaft. Ich hätte nach Berlin gehen können oder nach München. Und mein erster Freund zog nach Freising und dem bin ich dann hinterher gewandert und in München gelandet. Wenn man in Nürnberg-Langwasser, habe ich mich gefragt, wenn man dort groß wird, wie in der damaligen Zeit wohlgemerkt, wie einfach ist es dann, seiner Umgebung, auch den Eltern klarzumachen, ich bin etwas anders, als ihr möglicherweise denkt. Also Enkelkinder kriegt die von mir nicht. Das liegt an den Eltern Gott sei Dank mehr als an dem Stadtviertel, in dem man wohnt. Und ich hatte mit meinen Eltern ja sehr viel Glück, das ging wirklich sehr gut. Also Nürnberg-Langwasser, es klingt ja auch immer wie das Ghetto, es ist ja gar nicht so schlimm, wie man denkt. Aber meine Eltern waren ja Rheinländer, die waren ja selber nach Nürnberg quasi ausgewandert. Also das ging alles gut und die hatten auch mit München kein Problem. Dann. Aber du hast mal gesagt, der Abend, und das habe ich mir dann versucht vorzustellen, der Abend, an dem ich meinen Eltern gesagt habe, ich bin schwul und das ist gut so. Den Satz gab es leider noch nicht. Hätte ich gerne gehabt. Ja, ich weiß. Ja. Aber er ist trotzdem auch damals schon richtig gewesen. Ja. Das war ein Abend. Das war ein Abend, den habe ich mir ausgedacht, nach der Tagesschau. Mhm. Ja, man wartete, bis die wirklich wichtigen Sachen vorbei waren. Ja. Und dann kam man mit seinem kleinen Anliegen um die Ecke, das stimmt. Ja. Und du hast mal gesagt, das war der längste Weg, den ich je gemacht habe. Ja, das ist schon für jedes Kind dramatisch und kann ja auch traumatisch sein. Ich habe Glück gehabt, andere haben kein Glück. Ich habe neulich mit Eltern mich unterhalten in meinem Alter, wo sie so denken, der Sohn könnte schwul sein, der ist jetzt so 13. Mhm. Ich habe gesagt, was immer passiert, wenn der da steht, diese zwei Sätze, die ihr sagt, die wird das Kind nie, nie, nie vergessen. Mhm. Habe ich gesagt, denkt dran, es ist wie eine Nahaufnahme. Also sagt, wir haben dich immer noch lieb und geh wieder ins Bett. Und danach könnt ihr saufen, ihr könnt euch streiten, ihr könnt irgendwas machen. Nur nicht, solange das Kind im Raum ist, dann ist alles gut. Weil das merkt sich jedes Kind für immer. Mhm. Schöner Gedanke, wichtiger Gedanke. München, Thomas, ich meine... Die 80er damals, ne? Deswegen komme ich auf das Thema, das war ja durchaus bei aller Liberalität, die es da in diesem Münchner Underground oder Overground oder wie auch immer schon gegeben hat. Es war auch eine harte Zeit. Ne? Peter Gauweiler war damals in Amt und Würden. Das war natürlich ein furchtbarer Typ, genau. Der war damals im Amt, genau. Der war Staatssekretär im Innenministerium? Er war auf jeden Fall fies, also wie man bei uns im Rheinland sagt. Der war fies. Nein, es war eben, München war eben auch beides. Es gab das bunte Nachtleben und die Polysexualität und den Spaß, den wir gefeiert haben, aber bei Tag am Stachus, wenn man mit meinen blauen oder grünen Haaren, was immer ich damals auf dem Kopf hatte oder mit dem Look, darüber ging, dann wurde man noch richtig so angeranzt, ne, wie man sich das aus so
bayerischen schlechten Filmen vorstellen. Ja, die haben ja auch Obdachlose an den Stadtrand gefahren und so. Dann gab es die schwarzen Sheriffs zum Beispiel, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Nein. In der U-Bahn haben die patrouilliert, so nach so New York für schlecht, also in so martialischen Uniformen, die haben die armen Leute rausgeholt. Es war beides gleichzeitig, deshalb hat sich das vielleicht auch so ein bisschen hochgekocht bei uns. Mhm. Und da gab es Razzien gegen Schwule. Es absolut. Es gab Zwangs-HIV-Tests. Das wurde dann auch noch erfunden, auch eine super Idee, Also München war wirklich auch hatte eine sehr dunkle Seite, das stimmt. Hast du das persönlich jemals erlebt? Razzia, Zwangstest Gott sei Dank nicht. Aber ich weiß, dass man in den Lokalen, wo wir wahrscheinlich beide waren, durchaus gewohnt war, dass da am Schluss mal irgendeine Razzia kam. Das ging halt meistens um Drogen oder so. Und da wurde alles aufgemischt. Und dann haben wir aber danach, das war aber auch wieder München, dann gingen die, dann haben wir die Musik wieder hochgejagt und dann ging es weiter. Es war immer beides. War das auch die Zeit, in der da die große, große Liebe zu John Travolta entstanden ist? Die war schon durch. Da war ich ja schon New Wave, da war ich schon bei Annie Lennox. Ich hatte den Disco abgelegt und war jetzt Culture Club, Boy George, Annie Lennox, London, cool. Also so, wie man sah an dem Bild, also richtig Travolta war es nicht mehr. Aber Travolta war sehr wichtig für dich, ne? Ich habe das ja eingangs auch erwähnt. Ich meine, der war immer sehr wichtig, weil der eben so ein guter Schauspieler war, Markus. Deshalb war der so wichtig. Nicht nur. Du hast öfter erzählt, dass du jahrelang den sehr ernstzunehmenden Plan verfolgt hast, mit ihm zu schlafen. Ja, das habe ich auch versucht. Ich bin auch mal bei der Goldenen Kamera dann 2 Meter hinter ihm gelandet und habe aber dieses komisch vernähte Toupet von ihm gesehen, da hinten, im Nacken. Und dann war die Erotik vorbei, muss ich sagen. Toupets. Das ist wahr. Und hast dann jetzt, Thomas... Und das war ja ein großer, großer Erfolg. Deswegen macht ihr jetzt im Januar, glaube ich, noch mal eine Neuauflage. Bussi, das Musical. Bussi, das Musical ist genau das, mein zweites Musical, was ich geschrieben habe, was diese Zeit verherrlicht. Das erste war das Harpe, ne? Harpe ist kein Pardon, war mein erstes Musical in Düsseldorf. Das ist jetzt mit all den Hits, die wir damals gesungen haben, von Spider-Murphy-Gang bis Fräulein Menke, alles ist drin. War ein großer Erfolg am Gärtnerplatztheater im Juli und wird jetzt in einer freien Produktion im Spiegelsalon gemacht. Da sehen wir Marianne Sägebrecht als Bavaria, genau, mit einem sehr glücklichen Thomas drunter. Die war damals, hat unsere Untergrundmutti, die hat für uns die Suppe gekocht. Wenn wir kein Geld hatten, sind wir mal... Das war Marianne Sägebrecht. Das war Marianne Sägebrecht. Die hat uns wirklich durchgefüttert. Die war euer Ottfried Fischer sozusagen. Absolut. Ja. Vielleicht ist ja auch Ottfried Fischer nur Marianne ungeschminkt. Man weiß es ja auch nicht. Es gibt auf jeden Fall keine gemeinsamen Fotos. Also. Es gibt keine gemeinsamen Fotos. Sie hat bei mir die Bavaria gespielt. Jetzt macht sie wunderbare Woni von Quast. Mhm. Jetzt im Januar in einer freien Produktion. Und jetzt wird es wieder aufgenommen. Ja, super. Und bis dann von da aus nach New York, ne? Ja. Geht's gleich weiter. Ja. Zack, zack. In New York war insofern dann, war das der Moment, in dem dir klar wurde, was du eigentlich für den Rest deines Lebens wirklich machen willst? Komplett. Ich habe in New York kapiert, dass die Trennung von E und U Quatsch ist, dass man die Shows, die man machen will, selber machen muss. Da kommt keiner und finanziert die einem. Die muss man selber auf die Beine stellen. Und habe da dann eben meinen ersten Export, nämlich Karaoke, nach Deutschland gebracht zuerst. Es tut mir leid, ich entschuldige mich an dieser Stelle wieder dafür. Und dann eben Stand-Up-Comedy, was dann ja im Grunde mein größter Hit geworden ist. Genau, Quatsch-Comedy-Club. Mhm. Und was ich nicht wusste, ich habe das wirklich von den Anfängen an mit begleitet, damals auch als Radio-Reporter, weil ich das toll fand, war da auch oft in Hamburg hier, wusste aber nicht, dass die ersten Aufführungen im Schauspielhaus stattgefunden haben. Die allererste Premiere war in der Kantine vom Schauspielhaus in Hamburg. Ach, okay. Weil wir wollten eben E und U verbinden, dachten, das passt, da oben ist Hamlet, unten sind wir. Und da flogen wir aber raus nach 2 Shows, weil der Intendant damals fand, wir waren so unterirdisch vom Humor her, wir gehörten auf die Reeperbahn. Und vielleicht hatte er auch ein bisschen recht, muss man sagen. Und da blieben wir dann 10 Jahre, bevor wir nach Berlin zogen, um das Haupthaus, das Stammhaus zu gründen, in dem wir jetzt sind. Ja. Und macht das jetzt, das lief ja sehr, sehr lange bei den Kollegen von ProSieben, macht das jetzt im Netz, ne? Ja, wir sind jetzt ein modernes, junges Mädchen, wie ich sage. Es gibt jetzt 24 Jahre. Ne? Wir haben jetzt das Haupthaus in Berlin, wir spielen in Hamburg, in Düsseldorf. Wir spielen jetzt auch neuerdings in Stuttgart ab Januar bei den Schwaben. Wir spielen in Hongkong, wir spielen in China. Also wir haben 19 Jahre waren wir auf ProSieben. Das ist die längste laufende Comedy-Show, die es je in Deutschland gab. Ja. Und jetzt gehen wir ins Netz zu Watch4, ein digitaler Online-Sender, weil wir festgestellt haben, dass die jungen Menschen die Comedy gerne direkt auf ihren Endgeräten haben wollen. Die sitzen nicht mehr vorm Fernseher und warten darauf, dass es 22:30 ist am Montag. Die wollen es direkt haben. Und da sind wir jetzt mit 9 Folgen, 24 neue Folgen. Und du hast da ja auch immer ein Gespür dafür gehabt. Ich meine, alle, die man heute so kennt, haben im Grunde bei euch da, bei dir im Quatsch Comedy Club angefangen. Ne? Also ich muss schon sagen, wir sind wirklich the home of German Stand-Up. Also es gibt
glaube ich, wirklich niemanden, den die Leute kennen, der nicht bei uns auf der Bühne oder im Fernsehen war. Dieter Nuhr, Cindy auch beispielsweise. Michael mit dabei, alle. Bülent, Eckhardt von Hirschhausen. Ich habe den sogar, glaube ich, mal unterrichtet. Also es gibt wirklich auch, aber die Neuen, die auch kommen, sind alle immer so toll. Wir haben ja auch immer die Jüngsten. Jetzt haben wir, was weiß ich, zum Beispiel, ach, da ist Cindy. Da muss ich sagen, das Lustige bei Cindy war, die hat ja bei uns angerufen und wollte eigentlich kellnern bei uns im Club. Die hat sich als Barkraft beworben. Im Ernst? Und dann hat die unseren Producer so zugetextet, dass der gesagt hat, hör mal, du bist aber lustig, willst nicht mal auf die Bühne gehen. Und so ist sie zur Talentschmiede gegangen, wo auch schon Frau Dreckmann stand. So. Genau. Das war die... Wahnsinn. Und der Rest ist Comedy-Geschichte. Ja. Also ich glaube wirklich, wir haben ja auch ein Buch und alles, also es gibt niemanden, der um uns rum konnte, muss ich sagen, bis heute. Jetzt tolle neue Leute, Ingmar Stadelmann, ganz große neue Menschen, die jeden Abend spielen. Aber diese Dramen, die sich dann abspielen, wenn der Vorhang aufgeht und da unten sitzen drei Leute. Ja. Oder anders gesagt, hinterm Tresen, das Personal ist zahlenmäßig deutlich stärker vertreten als das zahlende Publikum. Mhm. Die kennst du dann auch? Ja, die kennt jeder Stand-Up-Comedian. Ne? Das ist wirklich die harte Schule, aber das macht einen auch. Kennen wir auch. Bei uns der Deal war, man spielt immer, wenn einer mehr im Publikum sitzt, als auf der Bühne steht. Genau, deshalb lieber dann warten auf Godot als eine große Operette. Ja. Genau. Und, nee, das kennt man, das macht einen härter. Ja. Da übt man dann und dann erzählt man den Witz einfach noch mal einen Monat später vor mehr Leuten hoffentlich. Und so wird man einfach besser und stärker und tougher und das gehört zum Job dazu. Und Gesa hat das, deswegen komme ich drauf, auch so ähnlich erlebt, ne? Ja, ich habe das auch natürlich so erlebt. Also wenn man muss immer spielen, einer mehr als man selber. Beim Stand-up sind das dann ja zwei. Zwei. Und, ab zwei wird gespielt, erbarmungslos. Erbarmungslos. Okay. Und bei mir waren es dann sechs. Also mit Tresenpersonal und allem drum und dran sind wir so auf 14 gekommen. Aber das war einer der schönsten Abende. Also ich hatte Wo war das? Das war irgendwo im Schwabenländle und meine Familie macht ja Schnaps. Ich hatte doch so einen Schnaps im Auto und habe gesagt, komm, wir ziehen das durch. Ich habe einen Schnaps im Auto, den trinken wir nachher alle gemeinsam. Und das war ein Bombenabend. Das war wirklich, die haben so viel Stimmung gemacht. Manchmal machen 14 Menschen dann auch mehr Stimmung als 50 Menschen. Besonders, wenn sie besoffen sind. Deshalb haben wir auch eine Gastronomie. Das ist ganz wichtig. Kennst du ihre Geschichte so ein bisschen? Natürlich, weil ich kenne ja ihre Stand-up und ein guter Stand-Upper erzählt ja aus seinem Leben. Der erzählt ja die Wahrheit nur pointierter, also nicht ganz so wie es war, sondern eben lustiger. Und ich kenne ja ihre Kunst und ein weiter Weg, Ein weiter Weg vom Acker hier in dieses schön gekachelte Studio. Ja, die Geschichte der Familie Dreckmann, ein 500-Seelendorf in Hamfelde. Und es hat vor allen Dingen zu tun auch mit deiner Mutter, Gesa, die du beschreibst als eine schokobraune karibische Schönheit. Ja, ich sag haitianische Hortensie. Das hört sich so schön an. Die sich wie verirrte nach Hamfelde. Kannst du das mal beschreiben? Kurz. Da ist sie, nur ganz kurz. Ja, die verirrte sich gar nicht nach Hamfelde, sondern die ist nach Lüneburg gekommen. Da gab es damals das Goethe-Institut. Und mein Vater war zu der Zeit bei der Bundeswehr. Und einer kennt immer einen, der einen kennt. Und so haben die sich kennengelernt. Ne? Und haben sich ineinander verliebt? Haben sich ineinander verliebt. Der Landwirt aus Hamfelde... Und deine Mama aus Haiti? Ja, der Hamfelder Holzkopf und die haitianische Hortensie, die beiden. Was hat er da im Arm? Ist das dein Papa, ja? Das ist mein Vater, genau. Ja. Und da hat er gerade unseren Affen im Arm. Weil mein Vater hatte immer ein Herz für viele Tiere. Und irgendwann hat er diesen Affen angeschleppt. Und der hat dann ein halbes Jahr bei uns gelebt. Meine Mutter war ganz froh, dass sie mal aus dem Fokus war. So, weil, aber der Affe lebte bei uns ein halbes Jahr lang. In Hamfelde? In Hamfelde, auf unserem Dach quasi lebte der. Und war wahrscheinlich eine ziemliche Sensation. Der war eine ziemliche Sensation. Die Menschen sind mit Fahrrädern angekommen, Schulklassen sind gekommen und haben gesagt, guck mal, bei Dreckmanns der Affe da oben. Als wäre der Name nicht schon schlimm genug. Also, ja. Der Name Dreckmann, deine Mutter, ne? Wie hieß die denn vorher? Also Haiti... Auf Haiti ist doch, oder in Haiti ist doch Dreckmann jetzt nicht so ein gängiger Name, ne? Nee. Wie hieß die vorher? Die hieß Duthier vorher. Ganzer Name? Regine Duthier. Regine Duthier. Ja, hört sich schön an, ne? Besser als Regine Dreckmann, aber sie wollte es so. Ja. Und hat dann deinen Vater geheiratet und sich in Dreckmann umbenannt? Ja. Ich meine, er hätte ja auch ihren Namen annehmen können, ne? Nee, sie hat das einfach so genommen. Sie wollte das auch so. Sie fand das schön. Ich glaube, das war damals auch so die Zeit. Man hat einfach den Namen mitgenommen. Der kam mit dem Mann. Den fand sie gut. Zack. Guck mal, das ist doch mal ein Familienfoto hier. Ja. Guck mal. Ich
die Dreckmanns sozusagen. Die Dreckmanns, ne? Ja. Ich bin, genau. jetzt ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich meinem Bruder erzählt habe, dass wir heute das Foto zeigen wegen der Hauer, aber der sieht jetzt besser aus. Der hat eine Klammer bekommen und so. Aber was war das denn für eine Situation damals? Deine Mutter, was erzählt die denn über die Atmosphäre? Eine Haitianerin auf dem Dorf in Norddeutschland, das stelle ich mir nicht einfach vor. Ja, ich habe gestern war ich bei meinen Eltern und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe ja morgen zum Land. Und dann habe ich meinen Vater noch mal gefragt, sag mal, wie war denn das eigentlich für dich? Was kann ich denn da morgen erzählen? Wie war das, als du mit deiner Frau und so? Und dann sagte er, oh, was willst du im Land erzählen? Ja, ja. Warum du sie gut fandst? Ja, ja. Sag doch einfach, sie konnte schnell gut Trecker fahren. Das konnte sie. Aber ich meine, das war natürlich exotisch, ne? Wie hat denn das Dorf auf deine Mutter reagiert? Also, naja, es gibt ja diesen Spruch, was der Buhr nicht kennt, hat Freitag nicht. Ja. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, das war fremd einfach. Ja. Aber meine Mutter hat es den Menschen da auch sehr einfach gemacht. Die ist ja auf die zugekommen und die schnackt auch gerne. Und mit der kommt, also wenn man mit der irgendwo ist, die kommt immer ins Gespräch. Und ist auch immer so, zum Beispiel im Supermarkt, du stehst mit der an der Kasse, dann guckt sie aufs Band und sagt, oh Mensch, das ist ja toll. Was kochen Sie denn? Und ist dann aber auch ganz nett und so dabei. Und ja. Die kann man eigentlich nur mögen. Karibisch halt sozusagen, ja? Ja, die hat eine sehr offene Art. Wobei, als das dann tatsächlich zum Äußersten kam, also Eheschließung und dann Schwangerschaft, ja? Also ja. Du warst unterwegs. Das war wahrscheinlich eine Prüfung für die, ne? Also ich war, bei mir war es nicht mehr ganz so eine Prüfung, weil ich war das letzte Kind. Da lief ich nur noch so mit, ne? Also das war gar kein Thema mehr. Aber na klar, als am Anfang war das schon, da gab es mal den ein oder anderen kritischen Spruch, sowas wie Schwarze und Weiße Schweine kreuzt man eigentlich nicht. Ne? Aber dann, sie haben ja gerade gesehen, meine Mutter ist ja gar nicht, also die ist ja nur so braun, die ist ja gar nicht so richtig, ne? Richtig schwarz. Aber das hat sich dann gelegt. Das ist, wie gesagt, das ist mal so ein Spruch, der ist auch meistens gar nicht so bös gemeint, wie der im ersten Moment klingt. Mhm. Klar gab es das auch. Aber wie gesagt, sie war ist ganz offen da reingegangen, hat auch ganz schnell platt gelernt und schon war das Ding geritzt. Mhm. Wie erinnerst du deine Schulzeit? Also Kinder sind ja dann auch mitunter sehr, sehr hart und sehr, sehr ehrlich. Ja, Kinder sind hart und ehrlich, aber ich habe das nie so empfunden, dass ich anders bin als meine blonden Freundinnen oder so. Ich habe nur ein Erlebnis im Bus mal gehabt, da hat mich mein Kind gefragt, sag mal, hast du so viel Nutella gegessen oder warum bist du so braun? So, das war so, aber auch nicht böse gemeint. Also das war dann, hat sie einfach so gefragt, sie konnte sich das jetzt nicht so vorstellen und dann habe ich gesagt, nee, meine Mutter kommt nicht von hier. Auch so. Und damit war das Thema gegessen. Und wie bist du dann aus Hamfelde auf die Bühne gekommen? Also auch Quatsch Comedy Club zum Beispiel. Wie ging das denn los? Woher kommt denn dieser Wunsch dann, das plötzlich zu machen? Also ich komme damals kein gängiger Berufswunsch, ne? Nee, nicht unbedingt. Also ich komme auch vom Schauspiel. Ich habe Schauspiel studiert in Hamburg. Und meine Schauspiellehrer sagten immer schon, oh, Frau Dreckmann, Sie sind witzig und so. Und ich dachte so, ja, okay. Und ich habe dann irgendwann mal so einen Wettbewerb mitgemacht, wo man etwas filmen musste. Ich glaube, das war für ein NDR. Da musste man so einen gefilmten Auftritt haben. Und dann habe ich gesagt, wo kann ich das machen? Hier in Hamburg gab es gar nicht so die Bühnen, wo man das ausprobieren. Weil in Berlin gibt es ja die Scheinbar. So was hatten wir hier leider nicht. Und dann habe ich mir ein paar Leute geschnappt und bin in Hamburg auf eine Barkasse gegangen und habe gesagt, so, ihr kriegt jetzt alle ein Piccolo, ne, wenn ich da gleich was mache. Und dann haben wir den Barkassenkapitän beschnackt und der hat mich dann auch angesagt mit, so, wir haben hier eine Nachwuchskünstlerin, hier kommt für Sie Frau Drecksmann. War dann ganz schön, dann habe ich so ein paar Minuten gemacht und habe das dann eingeschickt und ja, das ging dann immer weiter. Aber du hast wieder alle unter Alkohol gesetzt. Das scheint bei dir das ist ein Muster. So ein bisschen System zu haben. Muster. Zieht sich durch. Ja. Zieht sich durch. Apropos. Das stimmt auch. Herr Lansing guckt auch immer schon so rüber. Ne? Der hatte das auch mit dem Deckel. Das scheint irgendwie... Ja, das ist Deformation professionell. Bei mir liegt das aber auch im Blut. Meine Familie brennt Schnaps, muss ich dazu sagen. Deshalb, ja? Auf dem Bauernhof dort? Ja. Genau, also in Hamfelde, den Hamfelder Oberfeld. Natürlich legal, okay. Brennrecht, alles klar. Ja? Ganz normal. Legal schon. Und stimmt, das war schon ein zweifelhafter Bauernhof, fällt mir gerade auf. Ne? Also haitianische Frau, illegale, hochillegale Schnapsbrennerei, ein Affen als Haustier. Ich weiß, das klingt etwas skurril, aber es ist so. Ich weiß, und ich bin noch nicht fertig. Und es soll einer dieser zweifelhaften Erotikfilme soll auch bei euch auf dem Hof gedreht worden sein. Stimmt das?
Das stimmt. Mein Onkel war Schauspieler und damals in dieser Zeit Schulmädchenreport. Das war ja ganz normal, Schulmädchenreport, und da spielte er auch mit. Er hat auch mit Heinz Erhardt schon vor der Kamera gestanden. Und im Zuge dessen hat er sich überlegt, das wäre total pfiffig, wenn man in Hamfelde mal sowas drehen würde. Und dann hat er die sündige Kleinstadt bei uns gedreht. Mit Starbesetzung Helga Feddersen. Nein. Ja. Das heißt, es gibt diesen Film, wo dein Onkel dann... War für mich während der Schulzeit nicht ganz so schön. Ja. Ich wurde dann öfter in der Schule gefragt, Dreckmann, wann bringst du endlich den Porno mit? So, das war dann nicht so schön, aber ja, es ist so. Jetzt verstehe ich auch, warum es diese Nähe zu Atze Schröder gibt, der das Vorwort geschrieben hat, ne, zu diesem Buch, der doch dieses sehr unterhaltsame Programm hatte, Richtig Fremdgehen, und die wunderbare Nummer erzählte, wenn du erwischt wirst von deiner Frau, dann ist ganz wichtig, dass du den einen entscheidenden Satz sagst, und sagst, Schatz, gut, dass du gerade kommst, hier hätte was sonst was passieren können. Ja. Also, danke dir ganz, ganz herzlich, Gesa Dreckmann. Aber ich muss noch kurz sagen, ich bin nicht mit Atze fremdgegangen. Nein. Aber so ist klar, wo die Richtung hingeht. Nein, alles gut. Herr Lanz, wir wollen seriös bleiben. Wir wollen absolut seriös bleiben. In Hamfelde heute nicht unbedingt leicht möglich, aber wir haben alles gegeben. Also, apropos seriös, Herr Wolf, Sie sind doch ein seriöser Kirchenhistoriker, ne? Das kann man doch so sagen. Oder sind Sie so ein Outlaw in Ihrer Gruppe? Ich will hoffen, dass ich ein seriöser Kirchenhistoriker bin. Aber wie betrachten Sie Ihre Kollegen, wenn Sie denen sozusagen... Sie haben es ja geschafft, dieses etwas sperrige Fach Kirchengeschichte wirklich so aus dieser Ecke da rauszuholen und das so aufzubereiten, dass es plötzlich so für ein großes, breites Publikum auch interessant wird. Wird das sozusagen beklatscht oder sagt man, oh, ein Wissenschaftler, der so in die Öffentlichkeit geht, der dann auch das Fernsehen sucht, der ist uns ein bisschen suspekt. Ob ich das Fernsehen suche, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eher so, dass es eine zwiespältige Geschichte ist. Also einerseits geht es einfach darum, präzise historische Wissenschaft zu machen. Das eine, und genau. Nichts anderes. Und das andere ist, wenn man etwas historisch präzise erarbeitet hat, dann kann man es auch vereinfachen. Und dann kann man es auch für ein breiteres Publikum aufbereiten. Genau, muss es dann auch runterbrechen. Etwas, was man selber nicht richtig verstanden hat, kann man auch nicht für ein breiteres Publikum aufbereiten. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Sie haben mich ja vorgestellt so als ein Exoten aus einem komischen Fach, irgendwie verstaubt aus den Archiven. Nee, das stimmt gar nicht. Nee, da haben Sie mich missverstanden. Ich meinte, das haben Sie schon gemacht. Nein, gar nicht. Sie haben uns wirklich missverstanden. Ich meinte exotisch die sozusagen den Gegenstand Ihrer Forschung, also Frauen in Machtpositionen in der Kirche, das ist exotisch. Finden Sie das exotisch? Ja, also wenn man die Kirche heute so betrachtet, würde ich sagen schon. Ich kenne wenig wirklich wirkungsmächtige Entscheidungsträgerinnen in der katholischen Kirche. Sie? Ich kenne heute keine mehr. Meine ich ja. Ja, ich kenne heute wenig. Ja. Aber und die letzte Päpstin war offenbar auch eine Erfindung. Also. Die war eine Erfindung, ja. So. Die war eine Erfindung. Deswegen, das meine ich mit exotisch. Ne? Ja, ja, aber... Gut. Und deswegen ist es so interessant, was Sie da gemacht haben. Sie haben eine Fernsehdokumentation gemacht, wo es genau darum geht. Genau. Also einflussreiche, mächtige Frauen innerhalb der katholischen Kirche. Und zwar sehr, sehr lange, bis rein ins 19. Jahrhundert. Mir war das überhaupt nicht klar, dass es die so gab. Ja gut, für mich ging es eigentlich darum, dass ich selber... als ich vor 30 Jahren einen Benediktinerpater in einem Kloster getroffen habe, davon ausgegangen bin zu sagen, ein Bischof ist ein Mann. Er hat eine Mitra auf, ist immer ein Mann. Und dann sagte der mir, ja, du darfst es nicht so glauben, was der Mainstream ist, sondern man muss die ganze Tradition der Kirche angucken, nicht nur so einen kleinen Teil. Okay. Wir sind ja katholisch, katholisch heißt weit, 2000 Jahre umfassend, ja. Genau. Und dann hat er mir einfach ein paar so Bücher hingelegt, wo ich erstmal Bauklötzchen gestaunt habe. Also, da gibt's Frauen, die sehen aus wie ein Bischof, haben eine Mitra auf, einen Stab, Ring, Kreuz. Und die machen auch das, was ein Bischof macht. Sie leiten eigentlich eine Diözese. Sie setzen Pfarrer ein, setzen Pfarrer ab. Sie geben die Beichtvollmacht, ziehen die wieder ein. Mhm. Sie prüfen Priester, ob die geeignet sind, die Messe zu lesen. Sie haben Einkünfte aus einer kleinen Diözese, Sie sind Landesherrin. Übrigens können nur Frauen in der Kirche Landesherrinnen sein. Denken Sie mal an Maria Theresia. Mhm. Als die dann Kaiserin werden soll, funktioniert es nicht, weil sie als Frau
keine Leitungsfunktion im weltlichen Bereich wahrnehmen kann. Mhm. In der katholischen Kirche ging das. Und das hat mich dann einfach neugierig gemacht zu sagen, ist es jetzt so eine Orchidee? Sie haben ja mit Exoten und Orchideen. Ja. Ist es eine Orchidee, die gibt es einmal und dann gibt es die eben nicht mehr? Und wenn man hinguckt, gibt es das in 40 oder 50 Abteien in Europa von etwa dem 12. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und das finde ich sehr spannend. Also eine Position zu haben aus der Tradition der Kirche. Ja. Also nicht von irgendwoher, sondern aus der Tradition selber, aus der Mitte der Tradition, wo wir sagen, Frauen haben 800 Jahre lang so juristische Vollmachten ausgeübt wie ein Bischof, was für Männer ganz selbstverständlich ist. Was mich so jetzt erstaunt ist, also Ihnen auch als Kirchenhistoriker, war das so nicht klar in dieser Dimension? Sie kannten das so auch nicht? Ich kannte das natürlich. Aber nicht in seiner ganzen Dimension. Ich habe ja gesagt, vor 30 Jahren, als ich begonnen habe, mich mit diesem Fach auseinanderzusetzen, bin ich auf diese Spur gesetzt worden. Von meiner katholischen Sozialisation her war das überhaupt nicht in meinem Denken. In meinem Bild auch nicht. Und durch die historische Forschung, wenn man dann reingeht, stellt man fest, eigentlich wüsste man das schon ganz lange. Man weiß es eigentlich schon seit, ja, vielleicht 100 Jahren weiß man es. Mhm. Aber man muss einfach die vielen Spuren, die es gibt, mal zusammenlegen. Und man darf sie jetzt nicht nur, wie es oft geschieht, naja, Geschichte, ihr müsst jetzt irgendeine langweilige Fakten aus der Vergangenheit zusammenstellen, sondern man muss die Frage andersrum stellen. Wir reden heute über Reform der Kirche. Der Papst hat klar gesagt, er möchte eine Reform der Kirche an Haupt und Gliedern. Und wir können reformare, heißt zurückformen, also eine Situation, die es schon mal gab, wiederherstellen. Das können wir, weil wir in unserer Tradition Frauen in diesen Leitungsfunktionen gehabt haben, über 800 Jahre lang. Und das finde ich wirklich spannend. Ja, das ist revolutionär. Das, man könnte, wie Sie sagen, ne, man könnte das sozusagen jetzt verordnen, von oben herunter und sagen, das machen wir jetzt einfach. Frauen spielen eine Rolle, aber man kann es auch aus der eigenen Tradition heraus, wenn man so will, entwickeln. Und es gibt eine schöne Szene, sehr beeindruckend, finde ich, in dieser Dokumentation, wo sich der Bischof von Burgos genau zu dem Thema äußert. Ja, wir hören mal rein. Wenn du dich geschickt anstellst, mache ich dich vielleicht zu meinem neuen Statthalter, wenn ich endlich der neue Herr über das Kloster von Las Huergas bin. Aber Eminenz, die Äbtissinnen haben seit ewigen Zeiten keinen Herrn mehr über sich. Sie sind direkt unserer allerkatholischen Majestät und dem Heiligen Vater in Rom unterstellt. Diese Dame weigert sich, irgendjemand sonst überhaupt noch ernst zu nehmen. Ah, Papalapap, die alten Zeiten sind vorbei. Es muss endlich Schluss sein mit dieser Weiberherrschaft, ein für alle Mal. Weiber nennen die besten Güter ihr eigen. Sie fahren die fettesten Ernten ein. Sie trinken den besten Wein. Sie lassen sich Gewürze, Stoff und allerlei Tand von ihrem eigenen Hafen herankarren. Und das Schlimmste? Sie haben kirchlich dieselbe Vollmacht wie ich als Bischof. Sie setzen Priester ein, entlassen sie, wie es ihnen gerade einfällt. Ich darf ihr Gebiet nicht mal betreten. Ich, Kardinal der Heiligen Römischen Kirche. Ja, die hatten da richtig Lust zu, ne? Das so durchzuziehen. Ja, klar. Man muss sich die Situation einfach vorstellen. Burgos, wenn man die Kathedrale von Burgos sieht, ein mächtiges Bauwerk am Jakobsweg in Nordspanien. Und jetzt aus der Mitte dieser Diözese rausgeschnitten, sozusagen das Filetstück, ist diese Diözese der Äbtissin von Las Huergas. Dieses Kloster liegt gerade mal 2 Kilometer von dieser Kathedrale weg. Und dass das natürlich den Bischof aufregt. Dass hier, da sehen wir das, ne? Das ist dieses Kloster, also man sieht eine mächtige Anlage, wie gesagt 2 Kilometer von der Kathedrale weg. Und der Bischof darf tatsächlich das Gebiet dieser Äbtissin nicht betreten. Kein Bischof darf das, kein Priester, niemand, es sei denn, die Äbtissin gibt ihm die Erlaubnis. Und jetzt versucht dieser Kardinal, wir sind jetzt im 16. Jahrhundert, versucht jetzt einfach mal diesen Äbtissinnen zu zeigen, wo die Glocken hängen, wo es lang geht. Und er schafft es nicht. Er schafft es nicht, weil die Äbtissin, das klingt jetzt wieder verrückt, die Unterstützung des Papstes und des spanischen Königs hat. Der Papst sagt, nein, diese Frauen haben diese Vollmacht und sie behalten sie. Und der spanische König, bei dessen Krönung übrigens die Äbtissin dabei sein muss, sonst ist er nicht gültig gekrönt. Das heißt, es gibt dieser Frau auch noch mal eine ganz neue Würde. Und jetzt sind wir wieder beim Jakobsweg. Das Ding liegt am Jakobsweg und die haben ein Hospital.
In diesem Hospital pflegen Männer, also nicht, wie wir es immer uns im Kopf vorstellen, Frauen pflegen und Männer befehlen, und so, sondern den Pflegedienst an den Kranken machen Männer. Aber befehlen tut die Äbtissin. Mhm. Und auch das gibt für diese selbstbewussten Caballeros in Spanien große Probleme, dass sie einer Frau folgen sollen. Und deshalb gibt es auch in diesem Hospital immer wieder Aufstände gegen die Macht der Äbtissin. Wann ist das gekippt? Also wann haben die es dann geschafft, diese Einflüsterer, die es ja gab, das kapiert man auch, wenn man diese Dokumentation sieht, gab da viele, viele Versuche, immer wieder dieses System in Frage zu stellen. Und am Ende ist es auch geglückt, das wirklich ins Wanken zu bringen und abzuschaffen. Wann und wie hat das funktioniert, diese Äbtissinnen sozusagen loszuwerden? Also das Grundproblem ist, dass es ja zwei Vollmachten sind. Die Äbtissin als Landesherrin und als Bischöfin im juristischen Sinne. Nicht in dem Sinn, dass die Messe feiert oder Priester weiht. Das nicht. Und nun kommt eben im 19. Jahrhundert, erst im 19. Jahrhundert, erst 1873, geht Papst Pius IX. Her und setzt diese Äbtissin runter in die Ebene, wie sie der Kardinal von Burgos, da sehen wir Pius IX., wo er sie gerne hätte. Wo er sie gerne hätte, nämlich eine Frau in Klausur, die dem Bischof Gehorsam verspricht. Genau. Und das zeigt uns, dass das Bild von Kirche, das wir heute haben, ein Bild des 19. Jahrhunderts ist, also eine relativ späte Entwicklung. Dass aber diese katholische Weite, dieser katholische Schatz, über viel, eine viel längere Zeit praktiziert worden ist. Aber trotzdem noch mal die Nachfrage, warum haben die das gemacht? Warum haben die das plötzlich zugelassen? Ich meine, wenn du das über so viele Jahrhunderte so etablierst, und das funktioniert ja auch offenbar, warum dann plötzlich dieser Schritt zurück? Ja, es ändert sich im 19. Jahrhundert Grundlegendes. Die katholische Kirche kommt durch die Französische Revolution und durch die Säkularisation in eine Defensivsituation. Mhm, okay. Man wehrt sich jetzt gegen alles, was modern ist. Man wehrt sich gegen Liberté, Égalité, Fraternité. Ja. Und es kommt zu einer totalen Verengung der Kirche, zu einer Ghettoisierung. So eine Bunkermentalität. Genau. Ja. Und in dieser Situation kann es natürlich dann keine Frauen mehr geben, die im Sinne der Egalität solche Vollmachten ausüben. Okay, man niedelt sich ein. Wir haben 1870 das Unfehlbarkeitsdogma, die Konzentration der Kirche auf den Papst, die Konzentration auf einen Mann an der Spitze. Mhm. Und im Umkehrschluss werden alle abweichenden Praktiken einfach uniformiert und abgeschafft. Zum Schluss die Frage, Herr Wolf, warum tut sich Kirche Ihrer Meinung nach bis heute genau damit so schwer? Frauen in leitenden, entscheidenden Positionen. Na gut, einerseits ist es natürlich eine Männerherrschaft. Mhm. Das muss man einfach mal sehen, eine Männerherrschaft, die sich konzentriert. Und zum anderen ist es so, wir haben diese Pluriformität der Tradition einfach nicht ernst genommen. Also diejenigen, die sich immer Traditionalisten nennen, also wir haben die Tradition auf unserer Seite. Wissen nicht, worauf sie sich eigentlich berufen. Die haben die Tradition nicht auf ihrer Seite. Genau. Und ich meine, die wahren Traditionalisten wären diejenigen, die den ganzen Tisch der Tradition decken und nicht nur so einen engen Ausschnitt. Denn katholisch und fundamentalistisch widerspricht sich schon vom Wort her. Katholisch ist weit. Und wenn es nicht weit ist, dann ist nicht katholisch. Das ist mal ein schöner Schlusssatz. Den lassen wir einfach mal so stehen, in der Hoffnung, dass er auch an entscheidender Stelle ankommt. Sehr interessant, nicht nur für Christen, sondern grundsätzlich mal zu verstehen, was da eigentlich so stattgefunden hat. Gibt einen ganz anderen Blick auch auf diese Kirche. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Hubert Wolf war heute unser Gast. Hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Genauso wie Carsten Stormer, den ich mich sehr, sehr herzlich bedanke. Alles Gute Ihnen. Thomas Hermanns. Danke dir, Thomas. Unicle ab Januar in München. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei der Frau mit dem prägnanten Nachnamen, Gesa Dreckmann. Danke dir sehr, Gesa. Und ich bedanke mich sehr bei Leonard Lansig. Das hat Spaß gemacht. Der neue Wilsberg, 2. Januar, tot im Supermarkt. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Jetzt die Kollegen von Heute Plus. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Bis dahin. Danke schön. Tschüss.